da muss ich schon auch aus Erfahrung sagen, also es gibt schon Situationen, wo halt auch jemand eingreifen muss, weil es ist jetzt, es geht bei der ganzen Geburtsgeschichte ja nicht nur um die Frau, die die Schmerzen hat, es hat die Hebamme auch die Verantwortung fürs Kind, fürs Ungeborene. Ja. Und wenn ein, wurscht, da gibt es einfach Situationen, wo man dann medizinisch weiß, dem Kind geht es nicht gut und dann muss vorerst einmal die Hebamme und im Zuge der ganzen Geschichte wahrscheinlich kommt ein Arzt oder eine Ärztin daher und dann geht's schnell. Und das ist natürlich für viele Leute dann ein Trauma und es wird dann eher so zum, na, die haben mir das genommen und das genommen. Da will ich aber auch wieder für unseren Beruf sprechen. Ja. Es macht keiner was, um der Frau irgendwas zu nehmen von ihrem Erlebnis. Man schützt das Kind oder auch die Mutter. Das kann eine starke Blutung oder Herzunfall oder was auch immer. Also einfach eine Stresssituation.